Hallo Leute und willkommen zurück zu Emily's Moms vs. Dads. Wir machen weiter mit Level 12, Wettbewerb im Vollwaschgang. Andy muss die Fehler der Vergangenheit hinter sich lassen. Dafür brauchen wir tonnenweise Waschmittel. Okay, können wir uns hier irgendetwas leisten? Wie viel haben wir denn? Achso, 120. Gut, dann hat sich das erledigt. Okay, Andy, du bist dran. Wünsch mir Glück. Ich tue das nur für dich. Andy, dieser Wettbewerb bedeutet nichts. Das Gewinnen eines Pokals bedeutet nicht, dass du ein guter Vater bist. Ich muss los und Levi holen. Er wird sich freuen, dich zu sehen. Das sagt sie jetzt. Aber wenn ich den Wettbewerb gewonnen habe, dann nimmt sie mich wieder zurück. Das muss sie. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher, mein lieber Andy. Gibt es irgendwas Neues? Ja, es gibt einen neuen Tisch. Okay, da gibt es auch was Neues. Und ich würde sagen, wir hauen direkt mal ein paar Bademäntel in die Waschtrommel. François, was müssen wir machen? Pakete annehmen? Nimm alle Pakete an. Okay, alles klar. Ja, Leute, ich hoffe wirklich sehr... Ach ja, dieses Zeug hier. Ich hoffe wirklich sehr... Oh, wow, das wird jetzt hier ein kleines Problem. Dass ich von Abstürzen jetzt in dieser Folge ein bisschen verschont bleibe. Das wäre... Oh, was hat sie denn da gemacht? Das hat ja ewig gedauert. Hast du es jetzt genommen? Ja, sehr gut. Ja, dass wir in dieser Folge keine Abstürze haben werden, denn das Ganze ist echt richtig nervig, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch dem Support mal eine Mail geschickt. Stand ja in den Steam-Foren, hey, schickt doch mal einfach eine E-Mail und schreibt dazu, welchen PC ihr habt und so. Das bringt mir zwar für den Moment nichts, also da kann ich dann nichts dran ändern. Wenn es weiterhin abstürzt, ist das so. Aber ich habe da so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass die Entwickler da irgendwie was zusammentragen können, woran das tatsächlich liegt. Wenn jetzt wirklich mehrere Leute da hinschreiben und sagen, hey, wir haben den und den PC und die Grafikkarte, keine Ahnung, dass sie sich dann irgendwie, ja, denken können, woran es liegt und dann eine Lösung finden, ein Patch und so. Das wäre schon richtig gut, weil ich fände es jetzt super nervig, wenn es gleich gegen Ende schon wieder abstürzen würde. Und ich muss sagen, es ist ganz schön schwer hier im Spa, ne? Jetzt mal wirklich, mich nervt immer noch dieses Ding, dass das so lange dauert, dass so viele das bestellen und wir nur eine Möglichkeit haben, um das Ganze warm zu machen. Also zwei Bademäntel, einer für dich, einer für dich. Dann haben wir da jetzt schon mal wenigstens eine Servierkombo, das ist schon mal ganz gut. So 4, 5 und Wäsche anstellen. Was ist mit dir, meine Liebe? Was möchtest du? Oh, das hatten wir noch gar nicht. Oh, François, seht ihr, hier ist viel los. 1, 2, 3. Hier ist echt ziemlich viel los. Vor allem für den Anfang, ne? Zweites Level hier. Wow, schaut mal, wie die Herzen verlieren. Und ich beeile mich ja schon, ne? Eieiei. Aber gut. So, ich wollte doch das Zeug hier auf Lager haben. Aber gut. So, das ist für dich, mein Lieber. Dann haben wir... Ja, ja, Moment. Das habe ich gesehen, dass die das da haben möchten. Und 1, 2, 3 davon. So, bitteschön. Das Zeug hier nochmal kurz fertig machen. Was auch immer das ist. Also Beeren und dann irgendwie warm gemacht. Oder Weintrauben? Weintraubengelee? Sollen Kinder jetzt einfach nur Weintraubengelee essen? Ich weiß ja nicht. So, das ist auf jeden Fall für dich. François ist auch wieder da. Ich glaube auch hier, dass Stern Nummer 3 wieder ein Problem werden könnte. 702 Punkte haben wir jetzt. Ah, ihr bekommt direkt das hier. Okay. Dann machen wir das aber so und so. Dann haben wir da wenigstens noch eine Servierkombo. So, ich glaube, bei dir kassiere ich schon mal. Sie wird da noch einen Moment brauchen. Und du bekommst das hier und einmal das Körbchen mit der Bodylotion oder was auch immer. Ja, Leute, wir haben schon geschlossen. Wow, wir kriegen Stern Nummer 3 definitiv nicht. Also sie möchte noch was, die beiden bezahlen plus Tisch aufräumen. Ach, das war jetzt auch unlogisch hier, ne? Das war jetzt auch unlogisch. Das kriegen wir nicht hin. Also ich habe Karl gefunden, habe dafür Punkte bekommen. Wow. Wow, knapp und schwierig, aber gut. Ich werde mich darüber nicht ärgern. Ich werde das auch nicht nachholen oder so. Zumindest nicht im Let's Play. Also, was steht hier? Ich kann also eine kleinere Ladung waschen und dabei weniger Wasser gebrauchen, wenn ich das hier drücke. Er macht es gut, Marilyn. Wir werden sehen, wie gut er ist, wenn er Levi zum ersten Mal baden muss. Okay, mein Freund. Badezeit mit Papa steht an.
war total am Heulen. Könnte ich vielleicht mit einem anderen weitermachen? Mit einem anderen Kind, oder was? Ach ja, der Andy. Süß ist er. Level 13, der Aufstieg der Maschinen. Jetzt ist Mike an der Reihe, sein Können an den Maschinen zu beweisen. Alle Mann in Deckung. Sein Können an den Maschinen, ey. Die tun wirklich so, als wäre das die überkrasse Sache, ne? Gibt es irgendetwas, das hier ist super süß? Gibt es denn irgendetwas, womit man schneller laufen kann? Kostet aber 660. Na gut, dann kaufe ich den super süßen Regenbogen für ein größeres Trinkgeld. Ist doch auch gar nicht schlecht. Ich verstehe das nicht. Ich bin doch sein Vater. Vater oder nicht, Andy, er kennt dich kaum. Ist der süß? Soll ich euch was sagen? Der macht das bestimmt richtig gut. Irgendwelche Tipps, Schnuckilein? Tut mir leid, Honigschnute. Du bist auf dich allein gestellt. So sind nun einmal die Regeln. Oh nein, ich habe statt Waschmittel Bleiche verwendet. So viel zum Thema, der hat's voll drauf, ne? Haha, kein Problem. Ich füge einfach noch mehr Wasser hinzu, um es zu verdünnen. Ah, sie verfolgt mich. Ich finde den mega süß. Auch wenn das schwer zu glauben ist, aber diesen Versuch hier würde ich im Vergleich zum letzten Mal, als er die Wäsche gemacht hat, als Fortschritt bezeichnen. Nee, wirklich, das ist ja mein Lieblingsmann von allen. Also echt jetzt, das ist doch großartig. Repariere die Waschmaschine. Und ich habe immer noch ein Dreier-Tablett? Nein, warum? Warum? Ich muss doch gleich hier wieder die Babynahrung machen. Vor allem jetzt ist es irgendwas mit Banane, aber trotzdem, 1, 2, 3... Trotzdem werde ich das gleich wieder machen müssen und das dauert so ewig. Eieiei. So, das ist für dich, mein Lieber. Ich glaube, ich kassiere mal eben. Und ihr bekommt dann noch die Windel dazu. Nee, wirklich, der Typ ist super süß. Echt jetzt. Der ist ja besser als, ja, besser als Patrick sowieso. Patrick ist ja sowieso ein bisschen merkwürdig, aber gut. Und der Andy, ja, weiß ich nicht. Der ist ja auch so ein bisschen merkwürdig. Ja, der Chat ist sowieso irgendwie super ätzend. Aber, oh, Karl, du bist hier irgendwo. Ich sehe dich auch da unten. Aber Mike hieß der, ne? Der Mike ist richtig cool. Oh, sie braucht auch ganz schön lange, um sauber zu machen. Aber gut. Ich hoffe, ich kann das jetzt mit der Maschine relativ zügig durchziehen. Dass ich dann vielleicht auch noch ein paar mehr Servierkombos oder so machen kann. Dass wir wenigstens den dritten Stern hier nochmal bekommen. Ja gut, hier eine Servierkombo. Ah, nee. Nee, nee, das dauert mir dann zu lange. Warte ich jetzt noch hier? Ja, ich warte jetzt noch hier. Bitteschön, das ist für dich. Dann machen wir an der Waschmaschine weiter. Und wie schön das hier einfach ist mit dem Regenbogen, ne, und den Wolken. Finde ich ja gut. So, das ist wieder fertig. Das bedeutet den Nachschub, bitte. Oh, jetzt könnte es wieder ein bisschen knifflig werden. Muss ich das hier vorbereiten? Das hier, das hier, das hier. Dann, Moment, ist die Wäsche auf jeden Fall fertig. Das hier ist fertig. Bitte schön, das ist für dich. Du bekommst einmal den Bademantel. Das hier nehmen wir mit, Schwimmring. Dann ist das für dich. Bademantel schnappe ich mir auch schon mal. Gibt es da wenigstens noch eine Servierkombo? Was ist das denn? Was zur Hölle? Was ist das denn? Halten. Achso, halten. Nochmal halten? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir das einmal mit. Und wir nehmen das mit. Was soll das denn sein? Ich dachte jetzt erst, das wäre so ein Mini-Sandkasten. Aber was? Ist das eine Orangenscheibe? Ist das jetzt irgendwie Babypuder mit Orangenduft oder was? Ich habe keine Ahnung. So, das ist für dich. Du bekommst dann gleich hier das Bananenzeug. So, genau. Schnell abkassieren, Emily. Das hier, bitteschön. Ich hoffe, ich kann gleich nochmal genau darauf achten, was sie dann da mit den Kindern macht. Aber gut. Oh, wir sind fast wieder am Ende des Levels. Ich habe schon wieder so die Befürchtung, dass hier bald was abstürzt. Ich will es ja nicht beschwören, aber... Ach ja. So, welche stellen wir an? Babynahrung ist auch fertig. So, bitteschön, meine Liebe. Dann holen wir schnell die Bademäntel aus der Maschine. Und du möchtest direkt einen. Bitteschön. Und was kann ich für euch tun? Einmal das hier und einmal die Babynahrung. Das hätte ich jetzt auch andersrum machen sollen. Aber gut, ich glaube, hier kassiere ich schon mal.
So, das ist dann für euch. Das ist die Windel. Okay, da muss ich, was war das, halten, ne? Nee, reiben. Stimmt. Da muss ich reiben, das haben wir schon mal dabei. Und dann nehmen wir das Körbchen noch mit. Und haben hier nochmal eine schöne Kombo. Bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen. Bitte nicht. Und bitte nochmal jemand, der das Zeug da oben haben möchte, damit ich sehen kann, was genau das ist. Ach, das war jetzt auch doof, ne, dass ich vorher noch da aufgeräumt habe. Aber ist egal. Passt, glaube ich, trotzdem noch. Sehr schön. Kommt da noch jemand oder ist sie die Letzte? Das könnte aber diesmal hinhauen mit den drei Sternen. Wir haben Karl gefunden. Ach ja, da kommt sogar noch jemand. Wir haben Karl gefunden, werden jetzt hier relativ schnell wahrscheinlich sein. Deshalb hoffe ich, dass das hinhaut. Ich mache hier schon mal Banane fertig. Falls sie das möchte. Nein, möchte sie nicht. Sie möchte das hier. Dann zwei davon. Ist das... Oder ist das Eis? Ich weiß nicht, das könnte ein Eislöffel sein. Und dann vor allem eine Orange drin. Ja, ich weiß ja nicht. Ich stelle mich schon mal hier hin. So, bitteschön. Keine Ahnung. Wir werden es noch erfahren, hoffentlich. Kann ich ja gleich einfach mal im Laden nachschauen. Jo, auch geschafft. Juhu. Emily, könntest du mir die Nummer von François geben? Ich finde für die Abendstunden einfach keinen zuverlässigen Babysitter für Levi. Tut mir leid, Marilyn, aber François arbeitet diese Woche mit meinem Vater in Patricks Blumenladen. Mist! Abendstunden also. Warum? Hast du Verabredungen? Ich unterrichte nach Ladenschluss einige Sonderklassen im Spa. Nun, warum passe ich denn nicht einfach auf ihn auf? Er ist doch auch mein Sohn. Ich sagte zuverlässigen Babysitter. Warum passen Patrick und ich nicht einfach auf ihn auf? Und das macht euch nichts aus? Natürlich nicht. Ein Kind mehr oder weniger? Das ist aber auch nicht nett. Das finde ich auch nicht cool, ganz ehrlich. Schneller Haken. Der Wettbewerb ist so aufregend, dass die Kunden so schnell wie möglich wieder zurückkommen möchten. Arbeite schneller. Oha. Oha, arbeite schneller. Okay. Nee, Quatsch. Ich wollte gar nicht den laden. Hier, wie viel haben wir denn? 435. Was bringt das hier? Geduld der Badegäste. Ja, warum nicht? Ich wollte aber eben kurz nachschauen. Was ist das? Zitruscreme? Blütencreme? Also Creme jetzt. Ganz normale Creme, ja? Okay. Na gut, hole 17 Boni für Schnelligkeit, alles klar. Ja, nee, also das gerade fand ich jetzt auch nicht so cool, muss ich sagen. Weil da hat der gute Andy ja schon recht, er ist auch der Vater. Wisst ihr, was auch immer so eine ganz krasse Sache ist? Also im Kindergarten und so, ich habe ja im Kindergarten gearbeitet, bekommt man sowas ja oftmals mit, aber natürlich auch im Bekannten- oder Verwandtenkreis. Es ist ja wirklich ganz oft so, und dabei ist es egal, um was es geht, ob es jetzt ist, dass der Vater mit den Kindern die Hausaufgaben machen soll oder der Vater, weiß ich nicht, mit den Kindern die Zimmer aufräumt, einkaufen geht, um irgendwas, was der Vater mit den Kindern machen soll, was die Frau ihm dann aufträgt, weil sie halt auch sagt so, hey, ich möchte auch mal meine Freizeit oder was auch immer, lass den Mann das mal machen, finde ich auch, ne, ist dann nur gerecht, so. Und dann sagt sie halt zum Mann so, hey, ja, mach das doch mal, keine Ahnung, räum doch mal mit den Kindern das Zimmer auf, so. Und dann macht der Vater das. Aber nachher beschwert sich dann die Mutter, dass das, was der Vater gemacht hat, ja nicht richtig ist, auf irgendeine Art und Weise. Also vielleicht kennt ihr das, ich weiß ja nicht, vielleicht kennt ihr es sogar aus der Familie, vielleicht habt ihr jüngere Geschwister oder so, keine Ahnung. Aber das ist so ein Phänomen, ne? Und es passiert halt voll vielen Leuten. Und die, an die ich jetzt gerade so denke, das sind auch keine, wo jetzt die Mutter so irgendwie die totale Übermutter oder so ist und der Vater nichts macht. Also das sind ganz normale, sage ich jetzt mal, Familien, wo das relativ gerecht auch aufgeteilt ist, dass der Vater auch wirklich gerne was mit den Kindern macht. Aber dann sagt die Mutter halt so, hey, mach das. Und dann macht der Vater das und die Kinder haben Spaß dabei, der Vater hat Spaß dabei. Und dann kommt die Mutter nach Hause und sagt so, was habt ihr denn da gemacht? Nee, das ist aber anders und das solltet ihr doch so und so machen. Ihr kennt das bestimmt. Und das ist halt einfach auch so, ja, weiß ich nicht, ne? Ist auch so eine typische Sache, die immer wieder vorkommt. Aber naja, ich glaube, so ist das dann halt einfach. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Muss ich das Ganze zweimal machen oder mache ich das immer falsch? Ich glaube, ich muss es zweimal machen. Was muss ich eigentlich machen? Ach ja, 17 Boni für Schnelligkeit, ne? Dann sollte ich euch hier auch mal einen Zahn zulegen. Sonst passt das nämlich nicht.
Muss ich noch ein bisschen waschen? Ich mache erstmal so einen hier auf Vorrat. Das dauert mir doch immer einen Ticken zu lange. So, das nehmen wir mit. Oh nein, sie möchte ausgerechnet das von da oben. Was war das jetzt? Zitronencreme, ne? Also Creme im Sinne von richtige Creme, Baby-Eincreme und so. Was möchtest du? Möchtest du das Bananenzeug hier? Oh, ich muss noch ein paar Boni erreichen. Oh, Leute, jetzt mal nicht so viele Kombos machen. Nicht mehr so viel von privaten Leuten erzählen, die man so kennt und was die so machen, sondern einfach mal ein bisschen Gas geben hier. So, bitteschön. Schaffe ich das wohl noch? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das sind noch 5, 10? Ich habe keine Ahnung, 6? Ich kann es gerade nicht zählen. Ich mache hier schon mal Banane auf Vorrat. Oh, du möchtest den Bademantel. Ja, ich beeil mich. Zählt das dann bei ihr noch? Ja, das hat noch gezählt. Also, ihr bekommt Banane und 1, 2 davon. Super, das zählt dann nämlich auch noch. Sehr schön, 3, 4, 5, 6. Wie viel brauche ich noch? Ich weiß es nicht. Ich gehe schnell da oben hin, dann hole ich mir das hier. Ja, ich muss halten. Oh, das da unten bei ihm wird dann bestimmt nicht funktionieren. Vor allem, weil ich jetzt wieder hier oben hin muss. Dann nochmal dahin. Ganz schön herausfordernd, das Spiel. Im Gegensatz zu einigen anderen. Wow, das war auch keine Combo. Ja gut, ist natürlich nicht so schön, ne? Aber gut, kann man nichts machen. Du nimmst das hier und einmal den Bademantel. Ich hoffe, bei ihm passt das jetzt noch. Ey, Leute, nicht mal das hat jetzt Fett. Mach mal bitte Wäsche. Dann schaffe ich jetzt nicht mal hier die... Ach Quatsch, noch mehr bitte. Schaffe ich jetzt nicht mal hier die ganz normale Prüfung, oder was? Krass. So, Wäsche waschen. Ja gut, das hat funktioniert. 3, 4, 5. Nee, das werden die beiden letzten sein. Ja, ich wusste es. Wow, nicht geschafft. Schwierig. Also dabei habe ich mich doch jetzt nicht ultra blöd angestellt, oder? Ich habe doch alles eigentlich immer genauso schnell gemacht wie sonst auch. 3 Sterne nicht. Das nicht geschafft. Na gut, ich weiß nicht, ob das noch dazu zählt, aber uns fehlen ja noch 2. Wow. Krasse Sache. Ich hätte am Anfang nicht so viel quatschen sollen. Mann. Vor allem, wir sind doch in einer normalen Herausforderung, ne? Das bedeutet, ich muss das nochmal wiederholen. Ganz schockiert. Schaut mal, wie Paige und Emily gucken. Sie sind ganz schockiert, dass ich das nicht geschafft habe. Ich auch, ihr Lieben. Ich bin auch ganz schockiert. Ja, krass. Habe ich jetzt so irgendwie nicht mit gerechnet, aber gut. Dann machen wir den Mist halt nochmal. So, Bananenzeug ist fertig. Was ist mit dir? Entscheidest du dich? Du möchtest einmal die hier. Schaffen wir das noch in der Zeit? Hol ich mir noch den. Das klappt doch wieder nicht. Ah doch, das hat funktioniert. So, ihr bekommt einmal das hier und 1, 2 dazu. Das müsste jetzt auch funktionieren. Ja, sehr schön. Nein? Ey, was? Ich habe mir doch jetzt gar nicht viel Zeit gelassen. Ja, obwohl, was heißt denn nochmal schnelle Bestellung in den ersten 5 Sekunden? Ich weiß es gerade nicht. So, Windel, bitteschön. Was muss ich bei Windel nochmal machen? Ach ja, reiben. Genau. So, kassieren zählt ja nicht, ne? Mist, jetzt hätte ich hier eine Kombo... Ja, Mist. Ja, das war blöd. Das war jetzt blöd, aber gut. Ich habe noch einmal Banane auf Vorrat. Das ist schon mal gut. Da packe ich nochmal kurz einen rein. Und was kann ich dir bringen, mein Lieber? Entscheide dich. Du bekommst einmal das hier und 1, 2 und das nochmal dazu. Was ist mit dir da oben? Du bekommst nur den Bademantel. Alles klar? So, das war ja wohl auch eine schnelle Bestellung. Dann mache ich mir eben kurz die Waschmaschine an. Ah, komm schon, dass wir das noch hinbekommen, bevor er bestellt. Ah, das hat nicht ganz hingehauen, aber das passt noch so. Sehr schön, dann machen wir das nochmal fertig. Holen schon mal einen Bademantel, denn der hier vorne möchte gleich einen, da bin ich mir sehr sicher. Und Bademantel. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. So, kommt direkt wieder einer rein. Und was kann ich dir bringen, meine Liebe? Einmal Schwimmreifen und einmal den Korb mit Bodylotion. So, Hälfte der Zeit, Hälfte der Leute bedient, die ich hier schnell bedienen muss. Oh, sehr gut, das war nochmal schnell. Dann machen wir nochmal 2 rein. Dann, oh Gott, ihr bekommt das da oben. Dann stellen wir nochmal an. Ach ja, halten. Oh, das ist eigentlich doof. Gehen wir da oben eben hin. Ich weiß nicht, ob es bei ihm noch passt. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Wäsche ist auch fertig. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert hat. Sind 3, sind 4, sind 5, sind... Oh Gott, das sind einfach zu viele. Schnell abkassieren. Also wenn ich die 3 Sterne nicht bekomme, finde ich das halb so wild. 1, 2, 3. Wichtig ist mir nur, dass ich hier die Herausforderung schaffe und normal weitermachen kann. So, das ist für dich. Das war auch schnell, ne? Ja, sehr gut. Das haben wir noch auf Vorrat. Okay.
nicht tun, meine Liebe. Entscheide dich bitte jetzt. Du bekommst noch einmal das dazu. So, dann machen wir das direkt nochmal fertig. Dann schnappe ich mir schon mal den Bademantel. Den werde ich nämlich jetzt gleich brauchen. Ich glaube, ich komme schon mal zu dir. Ja, ich wusste es. Sehr schön. Das war sogar mal super schnell. So, 3 Stück noch. Ihr seid dann Nummer 1. Was möchtet ihr? Ihr Lieben, ihr möchtet einmal das und die Windel. Bitte sehr. Jo, das war auch noch schnell schön. Und du bekommst auch nochmal die Windel. Was muss ich machen? Reiben, ne? Der Windel immer... Na, komm schon, reiben. So, du bekommst das Körbchen, bitteschön. Dann machen wir da eine Kombo und dann müssen wir es geschafft haben. Sehr schön. Und mit ganz viel Glück bekommen wir ja doch noch den 3. Stern. So, da können wir nochmal aufräumen. Ich warte jetzt nochmal auf ihn, oder? Ach, das sollte doch machbar sein. So, du bekommst einmal das hier und das dazu, bitte sehr. Bitte nicht das Herz verlieren da vorne. So, Wäsche ist auch fertig. Ja, 1050 Punkte. Ja, wenn jetzt noch eine Person kommt, könnte das hinhauen. Ja, da kommt noch eine. Sehr gut, also ich mache das hier schon mal fertig. Und den Bademantel kann ich mir... Oh, da kommt ja noch jemand. Oh, oh. Das hätte ich nicht gedacht. Sonst hätte ich den Bademantel noch nicht genommen. Aber gut, wir gucken erstmal, was die so wollen. Du bekommst einmal die Creme. Und was möchtest du? Na, egal. Ich glaube, das mache ich schon mal so. Kann ich besser die anderen beiden gleich nochmal abkassieren. Zusammen. So, der ist für dich. Der ist für dich. Und dann kann ich hier abkassieren. Haben wir es gepackt? Ja, haben wir sogar. Ach, super. Das freut mich. Das ist schön. Sehr gut, klappt doch. Emily und Paige sind glücklich und nicht mehr schockiert. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Was können wir denn da noch verschönern? Level... Ach so, das ist Level 15. Okay, Level 25, ja gut. Dann würde ich auch erstmal nichts anderes mehr kaufen, oder? Der kostet 11. Nee, der ist ja nicht so schön. Nee, dann lasse ich das erstmal, dann sparen wir erstmal noch ein bisschen, je nachdem, was wir dann in Level 15, 25 und so machen können. Und was haben wir hier? Wunderschöne Postkarten. Wir müssen zusammenbleiben. Wir sind füreinander da, ganz egal, was geschieht. Gib deine persönliche Nachricht an und teile sie. Nein, danke. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ohne Abstürze überlebt. Großartig. Ich hoffe, so geht's beim nächsten Mal auch weiter. Bis dahin. Tschüss.